Kilometer. Oh. Jetzt bin ich wieder oben im Schauinsland. Heute ist leider Samstag und wir dürfen leider nicht weiter wie hier fahren und fahren jetzt ins Münstertal. So, 1,1 Kilometer hätten wir noch fahren dürfen zu der Sesselbahn, aber dann ist Schluss mit. Ja, jetzt sozusagen fährt man heute mal die andere Seite rum. Und heute geht's ins Münstertal rein. Hat mir ja jemand empfohlen, das sei auch sehr schön zum Fahren. Dann machen wir das. Oh, der Radfahrer ist auch flott unterwegs. Der kennt die Strecke wahrscheinlich auswendig. Diese Aussicht ist doch der Knüller. Tour de France-Fahrer, Servicefahrzeug, guten Tag. Sie brauchen eine Ersatzreife. So, jetzt müssen wir eh links. Ich hoffe, du fährst rechts. Natürlich, 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 natürlich nicht. Der war echt flott. Der hatte jetzt fast 75 drauf, laut Tacho. Also von dem. Ist aber nicht meins. Au! Mein Fuß wieder. Mensch, immer dasselbe Spiel. Diese Fernsicht ist der Wahnsinn. Das kann man doch nur genießen hier. Also tolle Tage erwischt. Richtig tolle Tage. Für was Achterbahn fahren, wenn man Motorrad fahren kann? Ja, das sind schon wieder sehr schmale Straßen hier. Aber schön. Kann man echt nichts sagen. Nehmen wir mit. Wenn es schon da ist, nehmen wir es mit. Ja, Family beim Klettern. Ja, was für ein schönes Tal und Bächle und alles ist so schön. Und weg vom Schuss. Der war K.O. Stehend K.O. Das sind ja richtig schöne Verwirbelungen hier. Und überall nette Plätzchen, wo man ein Päuschen machen könnte. Achterbahn, Hände hoch. Nichts los. Das ist also wirklich so. Überhaupt nichts los hier. Ja, der Blick oben bei Schauinsland, jetzt gerade weil alle Autos hochfahren gerade, der ist ja sensationell, wie weit man da gucken kann. Das ist ja wirklich grandios. Kann ich nur jedem empfehlen. Allein wegen dem Blick schon da hochzufahren. Ich nehme es total. Also wer es genießen will wegen der Schönheit, macht's. Wer es zum Rasen will, sind sehr enge Kurven. Ich glaube, da fahrt er lieber Schauinsland. Die sind schön lang und groß. Zum Genießen. Ja, dass das Deutschland ist, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Da kommst du dir eher vor wie, klar, das Wetter spielt natürlich auch mit, aber wie in Italien. Dolomiten durch ein Tal. So, heute trenne ich mich mal ein bisschen vom Schwarzwald und habe mir gedacht, jetzt fahre ich mal Richtung Colmar. Weil jeder immer schwärmt, Colmar sei eine schöne Altstadt. Deswegen fahre ich mal dahin. So, ich denke, ist auch nicht mehr ganz so weit. Hier ist Breisach am Rhein. Oh, ne, geradeaus. Okay. Gut, gefühlt wäre ich jetzt rechts gefahren. Na, dann fahren wir wohl da rein. Colmar, noch 21 Kilometer. Heute ist ja doch noch ein Stückchen. Aber hier ist Frankreich. Da haben wir das auch mal drauf. Dann gucken wir mal hier, was es da Schönes gibt. Am schönen Rhein. Ja, fast so schön wie die Donau. Aber nur fast. So. Ja, Frankreich hat ja oft einfach die Landstraßen, die sind ja kerzengerade. Das ist ja natürlich für so Aufnahmen sehr langweilig. Und wenn dann so ein Sprecher dran ist, wie ich sowieso. Ah, da ist so eine Schleuse. Da wird jetzt das Schiff, kommt da jetzt rein und drin. Das ist schon Wahnsinn. Das Riesenteil muss jetzt da runter. Schon cool. Schon cool. Oh, jetzt kratzen wir schon ein bisschen an Colmar. Nur ein kleines Stückchen. 5 Kilometer. Und dann haben wir es. Das sind die Franzosen. Die machen wenigstens Platz. Ja, das ist ja das Nette drin. Ist nicht so wie bei uns. Das sieht auch sein Recht erpicht ist. Ja. Aber das geht jetzt schon ewig so. Geradeaus, geradeaus, Kreisverkehr, geradeaus, geradeaus, Kreisverkehr. Man freut sich schon auf den Kreisverkehr, damit man eine kleine Kurve immer hat. Aber ist ja zum Glück nicht mehr so weit. So, anscheinend haben wir jetzt Colmar erreicht hier. Das ist doch klasse. Gucken wir doch mal. Das wirklich so schön ist, wie behauptet wird. So, haben wir jetzt 12.46 Uhr und Grillgeruch in der Nase. Ist das nicht schön? Ah. Und eine Bollenhitze wieder. Aber wenigstens gibt es hier ein B&B. Dann hoffen wir, dass ich am richtigen Fleck rauskomme, wo ich will. So. Dann gucken wir mal, wie Colmar so ist. Da
schon gelernt, in Frankreich hält man nicht am Zebrastreifen. So, und das hat er mir jetzt als Ziel in Colmar angegeben. Na, ich glaube, da gibt es schönere Flecken, oder? Ja, ich bin jetzt wieder auf dem Weg im Münstertal, schon wieder also auf deutschem Grund. Was mir jetzt sehr gut gefallen hat, wieder auf der Landstraße, ist, dass die Franzosen alle Platz machen beim Auto. Sei es Überholverbote oder nur 80, gehen die auf die Seite und du kannst gemütlich dran vorbei. Natürlich nicht bei Überholverbot, aber es ist wirklich toll, also wirklich toll, wie die Platz machen. Ist auch in Italien auch so, die machen auch Platz. Das ist herrlich, nur bei uns in Deutschland klappt das noch nicht so. Fahren wir wieder das Münstertal hoch. Jetzt möchte ich aber nicht ins Münstertal oben links rein, sondern ich möchte dann wieder rechts dran vorbei. So, dass man auch wieder zwar in Tottenau rauskommt, aber möchte diesmal die andere Strecke noch mitnehmen, weil die kenne ich ja noch nicht. Hier die Gaststätte ist mir vorhin beim Runterfahren schon aufgefallen. Die hat auch so einen richtig schnuckligen Garten noch hinten dran. Das sieht man jetzt nicht. Aber war auch zum Einladen eigentlich. Ja, Colmar selber muss ich sagen, wunderschön. Macht es mal, wenn ihr im Schwarzwald seid, macht einen Abstecher nach Colmar. Eine wunderschöne Altstadt. Also das lohnt sich wirklich, dorthin zu gehen. Also das hätte ich nicht gedacht. Also ich bin da rein, erstmal so Altstadt. Ja, gucke ich ja gern an, aber die Massen an Leuten, was da sind. Aber dann läufst du da echt durch. Verschlafen ist nicht, aber es ist nett. Da vielleicht mal eine Nacht selber in Colmar verbringen, dass der ganze große Tourismus ein bisschen verschwindet. Und das Ganze genießen. Am Abend noch mit den kleinen Kaffeebrasserien und ach, einfach toll. Und was da alles an Essensläden gibt und Schnaps, Absinth, sonstiges, also da muss fast eine Nacht bleiben. Also das lohnt sich definitiv. Das ist genau von der Grenze waren 37 Kilometer bis nach Colmar, so war es genau. Aber es ist nicht weit. Also wenn wir direkter Weg waren, glaube ich, 1,5 Stunden. Und jetzt bin ich ein bisschen Umweg gefahren. Das sind jetzt ja mit 2 Stunden ungefähr angegeben. Also zum Aushalten. Also da bin ich ja richtig still. Das ist ja eine so schöne Strecke von den Kurven her. Das kann man ja nur genießen. Jetzt habe ich ganz vergessen, die Kamera wieder einzuschalten. Nach Wieden runtergefahren. Und die Strecke ist echt toll. Also kann man sehr gut fahren. Also genieße ich sehr. Und wie vorhin auch schon, nicht überfüllt beim Fahren. Das ist wirklich sehr gut. Macht auch richtig Laune. Ja, oben hat es mir ein bisschen, war Bitumen, hat es mir ein bisschen das Erschle weggezogen. Da wird es einem dann auch ein bisschen anders.
aber das nimmt den Spaß an der Fahrerlaune überhaupt nicht weg, sondern ja, man fährt ja trotzdem weiter. Ne? Die Sucht ist größer des Motorradfahrens. So, jetzt sind wir in Königshütte. Was ich auch von der Fahrschule her vermisst habe, muss ich auch mal sagen, ich habe jetzt seit vier oder fünf Jahren habe ich den Führerschein, habe ich vermisst die Schaltvorgänge, wie man wo schalten sollte. Ja? Klar ist jedem irgendwo klar, bla bla bla, aber durchs Autofahren, ja, also ich fahre mittlerweile auch schon fast, darf ich ja nicht sagen, fast 25 Jahre Auto. Und da guckst du natürlich, dass du die Gänge ein bisschen schonst, den Motor schonst und von den Gängen ziemlich hoch bist. Natürlich machst du auch beim Bergabfahren einen höheren Gang, einen niedrigeren Gang rein, aber das, was man beim Motorrad bergab fährt, sag jetzt, ich wäre jetzt früher nie im zweiten Gang bergab gefahren. Jetzt ist gerade dritter Gang, aber die Strecke oben, da bist du halt doch im zweiten Gang und da habe ich auch schon mit der Zeit lernen müssen, weil ich die anderen gefragt habe, wie sie da fahren, weil sie nie bremsen, wenn ich mit denen fahre. Und so, ja, ich habe auch den und den Gang drin. So, oh, okay, gut. Und dann bist du halt doch jetzt vom Gang eins weiter unten wie vorher. Klar, sind ja andere Drehzahlen, was das Motorrad kann. Das ist eigentlich logisch. Aber ja, das Umdenken, das war es erstmal. Aber schön, wenn man es dann mal drauf hat, weil dann können wir die Kurven ganz anders nehmen. Das ist schon herrlich. Ja, heute Abend ist ja auch noch Champions League Finale. Dann kommt Liverpool gegen Tottenham. Und ich als Klopp-Fan natürlich ein Muss, dass man das heute anguckt. Sind sie wieder vereint, die zwei. Nicht so viel. Ja. So Jungs, da müsst ihr umdrehen, weil da ist zu. Das geht nur vorne rein. Das wissen wir jetzt langsam. Hier rechts ist auch noch eine Rodelbahn. Und ein Biker-Pub, auch gut zu wissen. Oh, links oben ein Schwert. Das ist ja auch, habe ich mal gewusst, muss ich mal googeln, für was das ist. Jetzt kommt noch eine schöne Strecke hoch zum Feldberg. Aber ist halt eine Ampel dazwischen noch. Willkommen in Pfahl. Ja, da oben ist schon der Turm vom Feldberg. Da fahren wir jetzt hoch. Da freue ich mich schon drauf. Wir kommen jetzt eh rein. So, willkommen auf dem Feldberg.
So, dann machen wir doch einen krönenden Abschluss. Die Strecke kennt ihr jetzt schon in- und auswendig mit diesen wunderbaren Pferden. Und machen jetzt heute mal einen Schwarzwaldstopp auf dem Feldberg. Also bis dann. Tschö mit Ö.